Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling aus Dorsten. Wir haben heute den 29. August 2018. Ich habe heute eine Pressemitteilung geschrieben. Katholische Kirche, katholischer Glaube und Sexualität. Der Anlass ist, dass momentan wieder sehr eifrig über die beiden Themen Zölibat und Kindesmissbrauch diskutiert, also berichtet und diskutiert wird in den Medien, also im Internet, in Foren, in Blogs. Und zwar einerseits, weil vor kurzem wieder mehrere sogenannte katholische Priester ihren Zölibatsbruch öffentlich bekannt gemacht haben, was dann eben auch öffentlich gefeiert wurde und dann eben auch Proteste gegen das Zölibat entstanden sind. Und weil jetzt wieder mal ein großer Fall von Missbrauchsfällen in Pennsylvania bekannt wurde. Bei den ganzen berechtigten Kritikpunkten gegen diese Kinderschänderfälle und bei dem Verurteilen von Unzucht muss man immer eins vor Augen halten, und zwar, dass es hier nicht um die katholische Kirche geht, sondern um die Gruppe vom sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzil, Vatikan II oder V2. Und das ist ganz entscheidend. Also alles, was jetzt gegen die Kirche geschleudert wird, trifft die V2-Gruppe. Dass die V2-Gruppe nicht katholisch ist, kennt man eben an den heretischen Grundvorstellungen, Grundideen, die von denen vertreten wurden in Vatikan II selber, also in dieser Textsammlung Vatikan II, ist zum Beispiel die Aussage, dass nicht-katholische Gemeinschaften Mittel des Heiles sind. Das ist ein klarer Verstoß gegen das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche. Das heißt also, jeder, der sich zu Vatikan II bekennt und sei es auch nur als eingetragenes Mitglied, der steht außerhalb der katholischen Kirche. Es besteht also Sedesvakanz. Die sogenannten Päpste sind also nicht Päpste. Und deswegen bin auch ich Sedesvakantist. So. Es gibt eben, wie gesagt, zwei Fälle vor allem, oder zwei Themen vor allem, Zölibat und Kindesmissbrauch. Zölibat kann man eigentlich logischerweise nicht wirklich für schlecht halten, weil das ja eine freiwillige Entscheidung ist, ein Opfer zu bringen, um eben die Ehelosigkeit zu bewahren. Und das eben geschieht um des Himmelreichs willen. Und die eigentliche Motivation ist eben die Heiligkeit. Aber wenn man mit dem Begriff Heiligkeit nichts anfangen kann oder anfangen will, dann kommt man natürlich auch zu völlig abstrusen Vorstellungen, dass Zölibat schlecht wäre, dass Zölibat zum Beispiel den Kindesmissbrauch, den es in der Vatikan II-Gruppe so ausgeprägt gibt, begünstigen oder befördern würde. Ja, das ist natürlich völliger Unfug, weil diese Verwahrlosung, die in dem Kindesmissbrauch steckt, Ausdruck nicht ist des Zölibats, das in der V2-Gruppe anscheinend ja sowieso eher lasch gehandhabt wird, sondern Ausdruck ist einer völligen eben Verwahrlosung, einer völligen Abkehr von Gott. Das heißt, also in den Texten selber werden Häresien verbreitet von Vatikan II, wie gesagt zum Beispiel die Leugnung der Heilsunwilligkeit der Kirche, oder kann man sich fragen, was soll denn der katholische Glaube überhaupt noch? Also ich meine, wenn man sich eh alles aussuchen kann, wenn eh alles Mittel des Heils sein soll, dann kann ich ja auch meinetwegen evangelisch werden, dann gibt es kein Zölibat mehr, dann brauche ich auch nicht mehr zu beichten, nämlich es gibt da keine Beichte mehr und die Ehe ist sowieso ein weltlich Ding da. Also dieser Hass gegen Gott ist praktisch das Grundmotiv der Vatikan II-Gruppe. Daraus ist es erklärlich, warum Vatikan II-Texte heretisch sein können, der Hass gegen die Wahrheit, und weswegen es solche gotteslästerlichen Spektakel überall gibt. Karnevalsmessen, Technomessen, Westernmessen, Rockmessen und so weiter und so fort. Es ist unerträglich, was da an sogenannten Gottesdiensten da abgefackelt wird. So. Es geht darum, der katholischen Glaubenswahrheit treu zu bleiben. Und es geht darum, den katholischen Glauben erstmal zu kennen. Wer sich natürlich nur mit irgendwelchen Ergüssen aus der Wahrheitspresse da begnügt, oder wer selber diese ganzen absurden Idiotien verbreitet, also wie gesagt, Zölibat ist schlecht, Zölibat begünstigt den Kindesmissbrauch, Kindesmissbrauchsfälle sind alles Verbrechen der katholischen Kirche und so,
der steht ja selber völlig auf dem falschen Dampfer. Das Problem ist, wenn man in den Foren das richtig stellen will, und ich weiß, wovon ich spreche, dann wird man selber möglicherweise Opfer von Angriffen. Also erstmal, die Leute in den Foren, die kamen dann irgendwelche Verleumdungen gegen die jeweilige Person auszuschließen. Mich, ich habe hier nun schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Also wenn irgendwas über mich im Internet verbreitet wurde, meinetwegen, ich sei homosexuell oder wäre in homosexuellen Foren tätig, ich weiß gar nicht, was da alles über mich verbreitet wird. Also ein paar Sachen habe ich mitbekommen, ein paar Sachen konnte ich richtig stellen. Natürlich habe ich meine Weiheurkunde und Fotos von meiner Weihe und Beglaubigung aller Art im Internet veröffentlicht. Also zum Beispiel, dass ich ein Diplom besitze, obwohl mir vom Gericht verboten wurde, bekannt zu machen, dass ich das Diplom besitze. Nämlich im Gutachten steht, ich würde kein Diplom besitzen. Und wenn ich beweisen kann, was ich ja beweisen kann, dass ich ein Diplom habe, würde ich ja das Gutachten, damit das gesamte Gericht, das gesamte Justizsystem in Deutschland nicht nur in Frage stellen, sondern widerlegt haben. Deswegen hat mir verboten, die Wahrheit über mein Diplom zu erzählen. Zum Beispiel. Ja? Und in Foren läuft es also ganz genauso. Man schnappt sich irgendwas raus, was irgendwo irgendwie über mich mal gesagt wurde. Oder man findet auch was Neues. Der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Und das verbreitet man dann über mich. Und sagt man, ja, der Ling ist ein Betrüger. Und wenn der irgendwas sagt zum Thema Zölibat, zum Thema Kindermissbrauch, zum Thema Kirche, darf man ihm gar nicht glauben. Nämlich, der ist ja ein Betrüger. Also er ist ein Betrüger und weil er ein Betrüger ist, ist er ein Betrüger. Ganz einfache Logik. So, das ist boshafte Ignoranz. Und diese boshafte Ignoranz verbietet es oder macht es auch praktisch unmöglich, eine ordentliche Debatte zu führen. Und ich sage nur, damit darf man sich nicht abfinden, sondern muss dagegen vorgehen. Und wenn also irgendwelche Falschaussagen verbreitet werden über die Kirche, dann muss man auch gegebenenfalls dazu öffentlich Stellung nehmen. Nur wenn man die Kirche richtig versteht, also als Weg der Heiligkeit, nur dann kann man überhaupt über Themen wie Zölibat und andere Themen, auch zum Beispiel Empfängnisverhütung oder so, sprechen. Wenn man eben weiß, was das Leben eigentlich ist. Es geht in diesem Leben nicht darum, also möglichst viel Happiness und möglichst viel Events zu haben, möglichst viel high zu sein auf irgendeine Weise, sondern es geht darum, sich bewusst für Gott zu entscheiden. Es geht um die Entscheidung zwischen Himmel oder Hölle. Und deswegen, weil es um Himmel oder Hölle geht, geht es auch darum, dass wir uns auch gegebenenfalls zu politischen Themen äußern. Nämlich das ist auch Bestandteil der kirchlichen Lehre, die Moral im Alltag. Ja? Man darf es also nicht einengen, nur auf Themen, wie ich den Gottesdienst gestalte. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, diese ganzen Nicht-Katholiken, diese ganzen erklärten Atheisten meinen, sie dürften sich über kirchliche Interne äußern, wie zum Beispiel Zölibat, ja? Obwohl sie gar keine Ahnung haben von Kirche und dementsprechend auch nicht von Sexualmoral, Sexualethik. Ja? Aber sie verbieten uns zu weltlichen Themen zu äußern, sofern sie das sittliche Leben betreffen. Deswegen sage ich immer wieder, Katechismus lesen. Ich habe also mehrere Katechismen. Das ist jetzt nur einmal großer katholischer Katechismus. Wie man sieht, ist dieser große katholische Katechismus nicht besonders groß. Es ist also ein kleines Büchlein. Es ist zwar meistens für Grundschüler geschrieben, aber wenigstens das sollte wirklich jeder kennen, bevor er irgendeine Silbe über katholische Kirche äußert. Ja? Es gibt übrigens diese nicht nur im Antiquariat, auf allen möglichen Plattformen zu kaufen. Also alles, was vor 1958 katholisch ist, also als katholisch verkauft oder bezeichnet wurde, das kann man sich wohl gefahrlos nehmen. 1958 ist Papst Pius XII. Gestorben, dann ging das mit Vatikan II los. Aber es gibt auch viele Sachen bei Google Books zum Beispiel. Da braucht man gar nichts für auszugeben, kann man sofort am Rechner sich anschauen. So. Also, die katholische Kirche hat das Recht und die Pflicht, andere Menschen auf ihre Rechte und Pflichten hinzuweisen. Ich nehme mir das Recht und meine Pflicht heraus und sage, auch jeder andere sollte sich das Recht und die Pflicht herausnehmen, die Wahrheit zu sagen. Aber bevor er irgendwas sagt, muss er sich über die Wahrheit informieren.